So, Hallihallöchen und willkommen zurück zur zweiten Session von IFS. Ihr Fusel-Server, irgendwie sowas, keine Ahnung. Würde sagen, legen wir los. Genau. So, seit den letzten Aufnahmen stand ich auch mit dem Admin, also mit Ihr Fussel. Ich habe keine Ahnung, wie man diesen Namen ausspricht. Auch ein bisschen in Kontakt tatsächlich. Zum einen im Let's Play ja, selber. Und dann auch nach dem Let's Play habe ich, als ich ein bisschen privat gespielt habe, ne, privat gespielt. Warum liest du schon wieder nicht? Bist du behindert? Warum habe ich kein Internet? Oh, wait a second. Hat sich einfach mal mein WLAN-Stick verabschiedet. Danke dafür. Ja, kann ja mal passieren. Aha, danke schön. So. Was jetzt? Achso. Schon hier. Ja, wo war ich? Genau, habe ich ein bisschen mit dem Admin gequatscht, gesprochen. Es wurden ein paar meiner Wünsche berücksichtigt. Mir wurde ein bisschen was erklärt, was sich so geändert hat. Und darauf werden wir jetzt natürlich auch ein bisschen so eingehen. In der ersten Folge schwerpunktmäßig, ne? Lalalala, online time, the last pay, eine Stunde. Jo, Weile her. So, es sind nicht allzu viele offen. On, meine ich doch. You are Level 15 plus. Wow. Monster will do normally damage. Aua. Das tut doch weh. Warum kriege ich noch mal einen Schaden? Ich will nicht. Was wollte ich? Ah, ich habe keine Ahnung. Genau, unsere kleine Hütte hier. Oh, ist gerade dunkel. Es sollen jetzt zum Beispiel die Monster wesentlich angenehmer sein. Ne, da hatten wir das Problem, dass sie direkt neben ein Spawn, also so extrem hochleveligere Monster direkt neben ein Spawn. Und zum einen ist das jetzt nicht mehr der Fall, ne, da wir relativ nah am Spawn sind. Wobei ich weiß gar nicht, wo der Spawn überhaupt ist. Von daher weiß ich gar nicht, wie nah wir am Spawn sind. Sollen jetzt nicht mehr so starke Monster spawnen. Zum anderen haben wir jetzt den geschützten Bereich. Ne? Wir haben ja hier letztens unsere Area gezogen. Das heißt, bei Blood Knight spawnen sowieso keine starken Gegner mehr direkt bei uns. Aber vor allen Dingen, wie gesagt, es spawnen sowieso nicht mehr so viele starke Monster nahe des Spawns. Um halt so ein bisschen so die Spieler, die gerade erst reinkommen, ne? Die sind halt am Spawn, sind halt Level 1, gehen raus, suchen sich ein Gebiet. Und dann werden sie direkt vom Level 300 Monster platt gemacht. Ist natürlich nicht so geil. Dementsprechend, ne, hat jetzt ihr Fussel das ein bisschen umgeändert. Und gerade was so bei Farming angeht, wo wir letztens jedes Monster da vorne platt machen wollten, hatten wir das Problem, dass das Ding einfach despawned ist. Und das wurde jetzt auch geändert. Ja, das heißt, wenn man jetzt vom Monster kurz weggeht, um sich ein bisschen auszuruhen, oder Schutz zu suchen und dann wieder hingeht, dann wird der Timer auch zurückgesetzt. Ja? Das heißt, man hat jetzt ein bisschen mehr Chancen, Monster auch tatsächlich zu erledigen. Ja, das sind so die Sachen dazu. Und etwas, was wir gleich machen werden. Es gibt jetzt wieder meine gute alte Mine. Also nicht meine Mine, ist ja die vom Server, aber ich finde die halt schön. Und zwar muss man da jetzt zu den Spawnern, zu den Teleportern da hinten hingehen. Ah. Und wenn man in einem Teleporter ist, lass uns mal kurz schauen, was ist hier los? Okay, alles gut. Dann muss man zu Mine gehen. Nein. War jetzt bin ich raus. War das jetzt die Mine oder war es Misk? Weil die Mine ist, glaube ich, die neue Mine. Ja, genau, das ist die neue Mine, die bringt uns nichts. Danke dafür. Wir müssen zu Verschiedenes gehen. Oh nein, Blatt. Aber ich sag's doch, Blatt Knight kommt viel zu häufig.
Ist ja schlimm hier. Es ist gerade auch Sunday, ist natürlich sehr schade, weil es wurde noch was mir gebeichtet. Und zwar am Samstagmorgen, also zwischen 0 und 3 Uhr, gibt es ein sehr schönes Event. Ah, eins, auf was ich sehr stolz. Nee, eins, was ich sehr schön finde. So, genau, hier ist jetzt All Spawn Mine. Yay! Und da sind wir bei der guten alten Mine, so wie sie sein muss. Jetzt sehe ich natürlich gerade, fuck, unsere Spitzhacke ist sowieso fast tot. Das hat sich ja direkt gelohnt. Können wir direkt wieder nach Hause gehen und erstmal eine neue Mine bauen. Wie gesagt, das Schöne ist jetzt, bei Blood Knights spawnen die Monster nicht mehr hier direkt bei unserem Gebiet, weil es jetzt geschützt mit Area und die Monster spawnen nur außerhalb von Areas. Was ich ganz löblich finde. Wo sind die Kisten? Ach, da. So, wir brauchen. Ach, wir haben sogar noch ein paar Spitzhacken. Sehr nice. Gut, dann können wir die hier direkt mitnehmen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie es in der Mine ist, ob da jetzt auch diverse Monster spawnen. Ich hoffe mal nicht so viele. Da die Mine ja auch noch relativ gut ausgeleuchtet ist. Apropos aus. Wie soll ich. Ich habe schon wieder keinen Sound, wie kann das sein? Ach, ja, ich bin ja auch dumm. Was machst du hier? Bitte gehen Sie weg. Ich muss natürlich hier auch. Wait a second, jetzt bin ich raus. So, und dann hier mal Audio einschalten. Also, das klingt schon besser. Geht doch. Spiele ich die ganze Zeit stumm. Das Problem ist, mir persönlich fällt es halt nicht auf, weil wenn ich privat spiele, spiele ich immer stumm. Weil ich höre dann nebenbei Musik und alles. Von daher habe ich meins jetzt sowieso immer stumm. Aber während des Let's Plays ist doch schon ganz schön, auch ein bisschen Audio zu haben. So, die Kiste ist komplett leer. Danke dafür. Können wir die gleich doch mal abbauen? Mit dem Schwert, na klar. What fuck? Nicht selber. Oh mein Gott. Hat er mich gebissen? Nee, hat er nicht. Doch, ich wurde gebissen. Ich krieg dauerhaft Schaden. Das heißt, ich wurde gebissen. Sowohl Zombies können das, als auch Ratten, glaube ich. Ratten und Zombies sind da ganz gefährlich. Weil, wie gesagt, sie können dich halt beißen und dann kriegst du auch, wenn du schon aus der Gefahrenzone raus bist, halt kontinuierlich Schaden. Ich weiß gar nicht, wie lange, eine Minute oder sowas, irgendwie so. Achso, steht oben. Also ein Zombie hat dich gebissen, du verlierst Lebenspunkte für 30 Sekunden. Sehr schön. Deswegen gerade Ratten, sehr gefährlich, weil die tun ganz schön weh. Na? Scheiß Blood Knight hier, ey. So, egal, wir haben unsere Spitzhacken. Das heißt, wir gehen mal direkt zum Spawn. Lassen mal die Monster Monster sein. Und dann gehen wir. Also, das mit der Sichtweite wurde aber noch nicht leider gefixt. Ja, da haben wir auch noch nicht herausgefunden, woran es jetzt genau liegt. Da haben ich und ein paar andere Spieler ihr Fusel mal ein paar Tipps gegeben. Beziehungsweise, wir haben darüber im Chat geschnackt. Woran das liegen könnte und kam aber nicht wirklich auf eine Lösung. Also das mit dieser Sichtweite, ja, ist so ein komisches Ding auf dem Server. Da wissen wir alle zusammen, so im Kollektiv, nicht wirklich, woran das liegt. Naja, egal. Auf jeden Fall mit der Sichtweite müssen wir erstmal leben, ist halt so. Ja, man merkt, ich bin immer stumm. Solche Sachen interessant. Übrigens, meine Kamera ist auch interessant. Ja, besser. Schöner Sound. Was ist das hier? Achso, hier geht's wieder zurück wahrscheinlich, ne? Jetzt kommt kein. Ist interessant. Lose your chance for the first time. Hallo. So. Jetzt haben wir eine Spitzhacke, jetzt können wir hier mal ein bisschen Rohstoffe abbauen. Wir brauchen vor allen Dingen. Oh, Kisten. Schade, ist eine geschützte Kiste. Immer Leute, die in öffentlichen Gebieten geschützte Kisten aufstellen. Nee, nee, nee. Wow, ich dachte schon, ich falle da jetzt runter. Wobei, so tief wäre ich nicht gefallen, aber es muss ja trotzdem nicht sein. So.
Fackeln haben wir leider noch keine, aber wir können uns welche bauen, weil wir haben Kohle und Stöcker. Das ist gar nicht mal so schlecht. Wir können dann natürlich auch ein paar Fackeln einfach abbauen. Danke dafür, jetzt ist hier natürlich ganz dunkel, danke dafür. Das war dumm. Egal, gehen wir runter. Danke. Ja. Leider gibt es noch nicht diese Mod, die ich auch bei mir drin habe, dass wenn man eine Fackel in der Hand hat, man direkt abbauen kann. Schau mal, hier unten ist direkt Kohle. Ist doch ganz geil. Dann nehmen wir mal die Kohle. Wobei, Kohle haben wir ja, ne? Wichtig für uns ist jetzt erstmal Eisen. Vor allen Dingen Eisen natürlich, ja klar, des Eisenwillens. Aber Eisen ist doch hier quasi das, was ich so für mich beschließenderweise gesagt habe, am lukrativsten ist für Geld. Weil man kann nämlich Eisen hier als universelle Zahlungsmittel benutzen. Eben, Taler gibt es ja gar keine. Man kann also nur Eisen benutzen. Eben, so war das. Okay, dann ja, also man braucht auf jeden Fall ganz viel Eisen. Der Spawn Shop ist übrigens verschwunden aufgrund von was war's? Achso, genau, diese ganzen Android-Player, also die halt meint, dass so an mobilen Endgeräten spielen. Die haben da wohl Probleme mit gehabt, dass da deren Client immer abgestürzt ist, irgendwie so ein Scheiß. Und dementsprechend ist der Spawn Shop verschwunden. Es gibt jetzt allerdings hier im Menü einen Shop. Wenn ich ihn denn finde. Das ist Skin. Das sind meine Taschen. Jetzt bin ich gerade raus. Ach nee, halt. Genau, man muss auf das Item klicken. So war das. Ah, das heißt, wir suchen uns jetzt irgendwas, was wir zum Beispiel haben wollen. Zum Beispiel, weiß nicht, ein wunderschönes Schwert. Oder klicken wir hier rauf. Und dann können wir, genau hier, da. Ein Schwert kostet 13 Stahl. Das heißt, wenn wir jetzt 13 Stahl hätten, wir haben gerade mal 11, dann könnten wir uns hier ein Diamantschwert direkt hier im Menü kaufen. Anstelle des Spawn Shops. Was ich natürlich relativ, ja, schön finde, ne? Man hat nicht mehr so wie früher, dass man einfach also zu einem Laden gehen konnte und damit quasi ein Gebiet hatte, was man damit verbinden konnte, ne? So kennt man ja, wenn man etwas kaufen möchte, geht man zum Laden, ne? Das ist jetzt halt leider nicht mehr so. Dafür ist es natürlich wesentlich komfortabler, weil du brauchst halt nicht zum Laden gehen. Also Fluch und Segen zugleich, würde ich mal sagen. Wobei das ein Fluch wahrscheinlich nur für mich ist. So, da oben haben wir irgendwas. Ist das Eisen? Eisenerz. Nice. So, und da steht auch schon zwei mehr Eisen. Das heißt, hier in der Nähe gibt es noch irgendwo Eisen. Das ist natürlich sehr schön. Leider, das wird natürlich nicht gesagt, wo. Aber es wäre auch ein bisschen zu OP. Na gut, lassen wir mal. Wie kamen wir überhaupt rein? Achso, wir sind hier reingefallen. Ach, scheiße. Gut, dann nehme ich mal die Fackeln mit. Und, oh, guck mal, dann geht ein Gang lang. War hier gerade was? Ach so, hier die Lücke. Wollte gerade sagen, ich habe doch gerade was gesehen. Hier links neben uns auf blitzenderweise. So, gibt es hier irgendwas? Aha, Kohle, Kohle. Das nenne ich mal Minenschächte hier. Das Schöne ist, so eine engen Minenschächte, so wie die hier. Hier spawnen halt keine Monster drin. Was halt relativ praktisch ist. Weil es scheint ja immer noch Blattnet zu sein. Und ein Monster ist in meiner Nähe gespawnt. Ja, danke. Oder, guck mal, da oben ist, wie heißt das? Ne, hier, Kupfer. Da will ich hin. Jawohl, jetzt haben wir Kupfer und hier ist auch direkt noch Eisen. Das ist natürlich schön.
Ist das überhaupt Kupfer? Ja, sehr geil. So, hier haben wir unser heißgeliebtes Eisen. Noch ein bisschen mehr Kohle. Sehr schön. Eisen scheint langsam zu Ende zu sein. Ich finde jetzt hier gerade nur noch Kohle. Was geht hier ab? Lala, seems to have defeated the mob faster than the damage calculating allows. Oh. Oh. Haha. Ja. Da hat wohl jemand gescheatet. Oh, und wir haben Level 20 erreicht. Nice. Ja, durch Abbauen und Platzieren von Blöcken bekommt man wohl auch EP. Beim Abbauen wusste ich das ja bereits, hatte ich auch erwähnt gehabt im Video, aber wohl auch fürs Platzieren von Blöcken. Ja, das heißt, Leute, die ganz viele Häuser bauen oder andere große Strukturen, kriegen auch EP dafür. So, ungefähr so. So. Lalalala. Guck mal, da ist ein Ofen. Oder was auch immer das ist. Was ist das? Interessant. Habe ich keine Ahnung, was es sein soll. Können wir direkt mal weg, oder? Können wir noch was machen? Nichts Brauchbares. Also weg damit. So, guck mal einer an, die richtige Höhle. Schön. Sehr schön. Die ist aber leider schon ganz schön ausgeschlachtet. Wir gehen mal noch mal zur Hauptmine. Oh, schon wieder hell. Da? Nein. Ach, da. Wobei doch die Sichtweite ist jetzt schon weiter, oder? Vom Spawn aus sehe ich jetzt hier direkt die gesamte Burg. Oder ist das, weil ich vorhin schon hier war und der dementsprechend schon ein bisschen nachgeladen hat? Also muss ich. Doch, die Sichtweite ist jetzt höher als davor. Das Ding kann man jetzt fast direkt als Ganzes sehen. Ja, siehst du. Okay, also die Sichtweite ist jetzt definitiv höher. Hat also schon mal was gebracht. Ach du Scheiße, jetzt bin ich hier drin gefangen. Ernsthaft? Was? Phoenix ist noch offline. Hast du geknickt. Die Geräusche hier sind schon echt interessant. Komm, ich komme nicht mehr raus. Super. Mal ein Stücke. Komm mal her, mein Lieber. Dich. Bis. Ach, die Hitbox ist halt immer noch so klein, ne? Mein Schwert würde halt an seinem Mesh würde er locker rankommen, aber das interessiert dem Spiel nicht, weil die Hitbox zu klein ist. Jetzt. Greift er mich nicht an? Was stimmt mit dem nicht? Vor allem, ja eben, was macht der gerade? Versucht er von mir wegzurennen oder ist er einfach mit dumm? Hauptsache er ist gleich tot. Wir kriegen ein paar EP. Yay, nein! Ernsthaft? Was ist das hier eigentlich? Schöne Fackel. Fucking Mithril? Nein! Ja gut. Jetzt bin ich wieder hier unten. Es geht abwärts. Ja. Sehr schön. Er wird noch gefährdet.
Mithril, da haben wir einen Block von bekommen. Na, können wir uns ja direkt mal eine Mithril-Rüstung bauen. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Hier war doch irgendwo. Genau, hier da hinten war die Mall. Da konnte man nämlich auch mal Mineralien gegen Mineralien eintauschen. Das war besonders für mich damals sehr interessant, weil ich halt massig Kohle hatte zum Beispiel. Jetzt weiß ich gar nicht, kann man Kohle überhaupt eintauschen? Ja, doch, genau. Ich hatte massig Kohle und konnte die halt schön gegen Eisen eintauschen. Lohnt sich für uns jetzt noch nicht, ne? Aber man kann auch Sachen gegen Eisen eintauschen. Und dann kann man, wie gesagt, also man kann quasi Eisen kaufen und verkaufen. Das heißt, Eisen ist halt hier die klassische Währung, wenn man so möchte. Gut, das hier macht jetzt nicht wirklich Sinn, weil das kann man ja auch direkt im Crafting-Menü machen. Das muss man jetzt hier nicht unbedingt anbieten, aber vielleicht der Vollständigkeit halber oder so. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Diamanten. Wo haben wir denn Mithril? Mithril. Ach da. Ah, okay, bei 7 Eisen für. Machen wir auch mal direkt, weil ein Mithril bringt uns jetzt eh nicht allzu viel. Wie geht das? Achso, hier. Ah. Was unten? Oh, das Theater. War das letztens schon hier? Nee, ne? Sag mal, was macht denn ihr für ein Theater? Das geht ja mal gar nicht. Ganz schön dunkel für ein Theater. Also, hier vorne die Tribüne, ja. Wobei, sie sieht mehr aus wie ein Kino als ein Theater. Aber okay. Ach, guck mal, das Lichtschalter. Ja, nein, gut, immer noch ein bisschen dunkel, aber vor allem hier unten ist halt ganz schön dunkel, ne? Mehr ist halt mit diesen Lampen leider nicht möglich, weil die halt nicht so viel Licht machen. Ja. Gucken wir mal Film. Heute Blockbuster im Kino, Mr. White. Der langweiligste Film ever. So, wir gehen mal wieder raus hier. Hier geht es nur zur Kasse, genau. Ich weiß nicht, die Textur, die sieht so aus, als wenn es hier so ein Gang aus Plastik wäre. So extrem futuristisch. So, ich weiß gar nicht, wie man sowas nennt. Ne, so diese ganzen typischen Raumschiffe und sowas alles, wo dann einfach nur die Wände komplett weiß sind oder sowas. Also keine Textur, kein Nichts, kein gar nichts. Genauso so sieht es da auch aus. So, genau, oben waren wir schon. Hier unten gibt es auch nicht mehr viel mehr Neues. Gehen wir mal, was ist denn das hier? Chicken Egg. Die zurückgeht hier leider nicht. Da müssen wir manuell zum Spawn gehen. Und etwas, was ich auch noch zeigen möchte, was ich persönlich ganz cool finde. Ganz schön. Quasi perfekt. Eine U-Bahn. Und zwar richtig geil gemacht. Also dafür ganz, ganz dickes Lob. Das U-Bahn-System hier ist immer sowas von krass geil. Krass, korrekt. So, gehen wir mal hier lang. Da hinten, das Ding hatten wir letztens schon gesehen gehabt, ne? Dieses Half-Life-Rohr da. Aber das Ding hier ist tatsächlich auch ein Eingang zum Bahnhof, was ich letztens komplett übersehen habe. Übrigens, was auch ganz interessant ist, unten links seht ihr so einen kleinen Balken, da haben wir 20% zu Level 21.
Ist bei mir jetzt gerade ein bisschen schwer zu erkennen, weil bei mir das Mikrofon davor hängt. Aber ja, da sieht man quasi, wie viel man noch braucht fürs nächste Level. So, von da oben kamen wir gerade. Wir gehen jetzt aber mal. Was? Achso. Genau, hier ist die U-Bahn. Und zwar die sogenannte Nord-Süd-Strecke. Ich weiß gar nicht, ob es auch eine Ost-West-Strecke gibt. Aber das jetzt ist zumindest die Nord-Süd-Strecke. Und ist relativ simpel, relativ schnieke. Man bekommt nämlich direkt, wenn man hier in der Nähe ist, kriegt man ein Kart geschenkt. Das droppt einfach so ins Inventar. Ja? Wenn man hier einfach so. Ich weiß gar nicht, ob beim Hingehen passiert oder wenn man zu den Schienen geht. Ja, gut. Genau. Egal. Auf jeden Fall, wenn man hier in die Nähe kommt, kriegt man so ein Kart ins Inventar gedroppt. Und das kann man da einfach hinpacken. Und dann kann man hier mitfahren. Und wenn man an einer Station ist, wo man aussteigen möchte, also wenn man jetzt quasi einfach drin sitzt, man fährt einfach die ganze Zeit bis zum Endbahnhof, also bis da, wo die Strecke irgendwann endet. Ein Endbahnhof an sich gibt es nicht, sondern das Gleis endet halt irgendwann einfach. Und aussteigen tut man an einem Bahnhof, in dem man ganz einfach die D-Taste drückt. Man kann ja bei Weichen mit A und D lenken. Also lenken nicht, also halt die Weichen bedienen. Und wenn man dann halt D drückt, dann kommt man quasi aufs Endgleis, wo dann halt, ja, wo man dann halt aussteigen kann. So, jetzt zum Beispiel, ne, sagen wir einfach D und schwupps, landen wir hier am Prellbock. Nein, ich wollte eigentlich das da, danke. So, schon sind wir hier an der übernächsten Station, worum wir jetzt gerade sind. Wir sind gerade, nein, wir sind gerade, ja, wo sind wir denn gerade? PvP Area Station. Ah, interessant. Ja, das ist ja natürlich noch geil, wenn hier statt dieser Meldung mit nächste Station kommt gleich auch stehen würde, wie die Station heißt. Das ist natürlich richtig schnieke. Bei manchen Stationen ist direkt auch vor dem Bahnhof so eine Banner. Da kann man dann, ne, da sieht man dann quasi, wie die Station heißt. Allerdings finde ich sowas natürlich hier direkt im Dropdown-Menü dann natürlich schöner. Einfach weil das ein bisschen statischer ist, kann man es ein bisschen besser lesen. So, das hier ist PvP, das brauchen wir nicht. Aber man kann mit der U-Bahn halt so ein paar schöne Gebiete erreichen. Zum einen auch die alte Mine, wo wir vorhin waren. Was natürlich sehr geil ist. Wo wir auch gleich wieder hingehen werden in der nächsten Folge denn. Weil, ne, damit wir noch ein bisschen Rohstoffe abbauen können. Ich meine, wir haben erstmal so ein paar grundlegende Sachen. So 18 Eisen haben wir schon mal. Ne, damit können wir schon so ein paar Sachen machen. So ein paar Äxte. Spitzhacken haben wir eben. Zwei, drei. Zwei. Ich muss noch was trinken. Ja. Von daher. Was war das gerade? Achso, ich hätte aussteigen können. Drücken wir mal die D-Taste. Bisschen so. So. Achso, jetzt gibt es gleich wieder eine Kurve. Voilà. Spawn Station. Oh, wir sind wieder zurückgefahren. Ja, gut. Ich weiß auch gerade gar nicht, wo es zur Mine geht. Ah, wow. Ich sehe es gerade. Guck mal da. Wir hätten einfach nur eine Station fahren müssen, dann wären wir direkt zur Mine gekommen. Oder wir hätten jetzt gerade aussteigen können, da wo ich so schön gegen die Wand geguckt habe. Da hätten wir aussteigen können, dann wären wir auch bei der Mine gewesen. Aber wir haben die Mine quasi perfekt verfehlt. Zweimal. So, jetzt einmal D drücken. Und schon sind wir bei der Mine. Sehr nice. Lalalala. So, anderthalb Spitzhacken haben wir noch. Whiteside, get off card only. Achso, hier ist nur aussteigen, hier ist nur einsteigen. Aber wenn man jetzt hier hingeht, kommt man glaube ich auch noch mal einen Minecart, oder? Nee? Oder merkt er, dass wir bereits eins im Inventar hatten?
Wobei, nee, kann nicht sein, weil letztens hatte ich letztendlich dann irgendwie drei Mean-Cards im Inventar gehabt. Egal. Let's go. Das hier erinnert mich gerade so irgendwie so an so eine Seilbahn, ne? Yay! Aua! Tut voll weh. So, das ist das gute alte Willkommensgebäude von der Mine. Sehr geil. Da haben wir auch einen Shop. Da ist die Mine. Da ist gar nichts außer Lava. Gehen wir mal hier hoch. Achso, hier gibt es nur Werkzeuge. Könnten wir tatsächlich für 13. Das klingt eigentlich relativ simpel, ne? Gut, das hier macht natürlich jetzt nicht wirklich Sinn. Ja, da können wir auch einen selber craften, da sparen wir quasi bloß die Stöcker. Oh, guck mal, die Steinspitzhacke gibt es umsonst. Was? Ist das hier kein Admin-Shop? Interessant. Dann nehmen wir uns mal hiervon eine Spitzhacke mit. So, und hier geht's vor großem. Ja, also das mit der Sichtweite ist jetzt natürlich schon wesentlich besser, ne? Dass man jetzt auch davor, also letztes Mal, da hätte man hinten die Wand ja nicht mal sehen können, da hätte man vielleicht hier das Ding in der Mitte jetzt gerade gesehen und das war's dann auch gewesen. Oder ich täusche mich einfach. Ich geh mal kurz. Halt, falsche Richtung. Ich will das kleiner machen. Ach nee, ist immer noch bei 30. Okay, ich habe nichts gesagt, ist immer noch bei 30. Ja, das ist auch gerade meine Laune. So richtiger, das war natürlich, danke. Okay. Sichtfeld ist leider immer noch bei 30. Das ist natürlich schade. Dann haben wir es also noch kein bisschen geschafft. Naja. Ich find auch diese Lavalampen schön, ne? So von die Optik her. Enter the Mine. Oh, hier kann man reinspringen und dann sterben. Für Leute, die Langeweile haben. Interessant. Ach, fuck. Hier, guck mal. Where item rain is over now. Yes. Ist mir letztens auch schon aufgefallen. Da habe ich dann auch so im Vorbeilesen gelesen, dass das Event vorbei ist. Und da hat mich dann ihr Fusel dann später dann darauf hingewiesen, ja Ronny, du hast da so ein schönes Event verpasst, wo ich ihr dann beichten musste, ne, ich habe es nicht komplett verpasst, ich habe es nur verpasst, wo es gestartet ist. Also letztendlich habe ich es doch verpasst, klar. Ja, und jetzt wieder genau das Gleiche. Ich lese es natürlich erst dann, wenn es vorbei ist. Danke dafür. Was ist das hier? Interessant. So, da gehen wir nicht rein, da sind zu viele zu starke Monster. Wir bleiben mal hier in der Hauptmine. Ich klappe mal ein paar Kisten ab, aber ich schätze mal, das sind alles geschützte Kisten. Schade. Was ist denn das hier? Interessant. Das hier unten erinnert mich irgendwie so an meinen Underworld-Server, den ich früher mal hatte. Da war es ein bisschen dunkler. Aber so von der Optik her hat es doch gerade relativ gut gepasst, kann man schon so, dann schnappen wir uns um unsere Hacke und dann hacken wir uns mal irgendwo in die Wand oder so. Das ist eine Ratte. Mit 4 Lebenspunkten ist nicht so viel. Jemand gestorben. Oh, guck mal. Stahlschutzhacke für uns. Nice.
Ernsthaft? Richtig Wassertropfengeräusche. Ist ja nice. Bei meinen Tunneln gibt es ja auch diesen Effekt, dass wenn irgendwo Wasser über Blöcken drin, drüber ist. Hä, wo ist unser Messer? Dass wenn da Wasser über den Blöcken drin ist, dass es dann von den Blöcken quasi so ein bisschen runtertropft. Ist natürlich relativ. Oh, guck mal, da die spawnt ein Monster. Aber da kommen wir leider dran. Hier sind noch mehr Monster. Ein bisschen auf Monsterjagd gehen, keine Schaden. Was ist das hier? Schöner Raum, interessant. Okay. Da haben sich jetzt wohl ein paar Leute hier zu häuslich gemacht, gell? Kann das sein? Wow. You didn't save a recovery info yet. If you forget your password, your account will be lost. Tip. Oh. Text should be something no one else know about you. Das Problem bei solchen Sachen ist, wenn ich das in den Text eingebe, dann fragt er mich garantiert später, wenn ich jetzt sage, Passwort zurücksetzen, danach. Und ich weiß im Leben nicht. Schnauze. Und ich weiß im Leben nicht, in 3, 4 Jahren, wenn ich denn dann mal mein Passwort vergessen haben sollte. Schnauze. In 3, 4 Jahren, wenn ich mein Passwort vergessen haben sollte, weiß ich doch im Leben nicht mehr, was ich doch heute im Rausch eingegeben habe. Ha? Also, das hat halt immer so ein Problem damit. Ja. Das gleiche ist auch bei solchen Fragen, wenn jetzt irgendwie so steht, weiß nicht, Name deiner dritten verstorbenen Oma oder sowas, ne? Wenn du denn da sagst, ja, okay, ich weiß halt genau, wie meine dritte verstorbene Oma heißt, A, Leerzeichen B, ja, also Vorname, Leerzeichen Nachname, und dann kommst du später, wird dir diese Frage gestellt und dann sitzt du da, scheiße. Habe ich jetzt den Vornamen groß geschrieben oder klein geschrieben? Habe ich das mit Leerzeichen geschrieben oder mit Bindestrich oder ohne Leerzeichen? Oder ich meine, ne? Ist halt immer schwierig mit solchen Fragen. Die da ist. Oh, hier los. Interessant. Oh. Schon wieder ein anderen Block. Interessant. Schade. Kann mich nicht reinsetzen. Erster Stock. Ja, hat er viel gebracht. Ein bisschen Mehl gibt es hier auch. Sehr geil. Right-click on the gravestone next to the Mesacon. Aha. Oh. Farm Secret Nether. Das klingt ja interessant. Oh. Ist ja geil gemacht. Schönes Ding. Ah, das ist schön. So richtig so Glow-Effekt. Schön. Oh, sehr tief. Ja, so tief, dass man hier direkt in den Boden reinfällt. Interessant. Oh, ach du Kacke. Ach du Kacke. Wir sind gleich tot. Oh, das Eisen. Hilfe! Okay, wir sind wirklich gleich tot. Ich gehe mal hier zur Farm. Was ist hier? Kenne ich nicht. Das ist Storage. Ah, okay. Storage ist das, wo wir vorhin waren. Alter, wie wir einfach nur noch 16 Lebenspunkte haben. Holy shit!
Weil wir halt auch noch keine Rüstung oder ähnliches haben, ne? Gut, wir gehen erstmal wieder nach Hause. Dann beende ich mal die Folge und dann gucken wir mal, was wir hier machen können. Oh, zum Beispiel unser Zeug einholen. Was da mittlerweile gewachsen ist. Sehr schön. Und dann bauen wir mal nächste Folge an unserer Hütte hier weiter. Vielleicht ist es dann auch nicht mehr ganz so dunkel. Ja. Bis dann.